So, herzlich willkommen zu später Stunde, sage ich mal. Die meisten sind sicher schon müde, ich vor allem nach dem ganzen Tag am Stand. Mein heutiger Vortrag heißt Open Your Virtual Data Center. Was will ich damit euch vermitteln? Und zwar, ich möchte mal anschauen, kann man im Bereich der Virtualisierung, also mittlerweile eine meiner wichtigsten Komponenten in einem Data Center ist, auch auf Open Source Komponenten setzen? Sind die auch entsprechend verwaltbar? Oder bin ich gezwungen, dass ich eine VMware-Umgebung hochziehe? Oder gibt es doch was? Mein Name ist René Koch, ich bin selbstständiger Consultant, ich berate Firmen im Bereich Open Source Virtualisierung, System Management mit Red Hat Satellite, Puppet, Ansible und Monitoring Isinga, sowie Enterprise Linux halt. Gut, schauen wir uns an. Punkt 1 wird sein, was ist VMware, auch wenn ich davon ausgehe, dass die meisten sowieso schon mal gehört haben, dass es die Firma gibt. Nächster Punkt wird sein, was ist OWIRT, woraus besteht das Ganze denn, wie starte ich mit so einer OWIRT-Umgebung, also was brauche ich, dass ich die Umgebung hochziehen kann, wenn meine Umgebung mal läuft und die sagt, die ist richtig gut, ich möchte die VMware loswerden, wie kann ich von der VMware migrieren und am Schluss Fragen und Antworten. So, Frage meinerseits, wer kennt denn schon OWIRT? Noch recht wenige. Wer kennt die VMware? Das sind die meisten. Wer hat eine VMware-Umgebung im Einsatz? Okay, gut. Schauen wir mal, dass nächstes Jahr die aufzeigen, ihre VMware im Einsatz hoffentlich aufzeigen, weil ich kenne OWIRT und habe es im Einsatz. Fangen wir mal an. Was ist VMware? VMware ist ein Cloud- und Virtualisierungsprovider, ist was die x86 Virtualisierung angeht, Marktführer, ziemlich weit vorne, allerdings gibt es noch die Firma Microsoft mit Hyper-V, die da ziemlich gut aufholt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sei jetzt einmal dahingestellt. Ein bisschen weiter hinten gibt es auch noch die Open-Source-Virtualisierung, die halt noch ein bisschen aus meiner Sicht zu Unrecht den Nischenmarkt darstellt. Was bietet mir die VMware an? Sie bietet mir eine ziemlich große Anzahl an Produkten an, zu unterschiedlichstem Geld, meistens recht viel. Fangen wir an am Desktop-Bereich, VMware Workstation, VMware Fusion, kennen viele sicher. Die zwei bekanntesten sind sicher im Bereich der Server-Virtualisierung vSphere ESX, ist eigentlich das, was so gut wie jeder mit VMware mal assoziiert. So wie die VDI-Solution mit Horizon View. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch Cloud Management, das ist vRealize bzw. vCloud Director und VMware Air. VMware Air ist die von VMware gehostete Public Cloud. Zusätzlich dazu gibt es auch nur zwei Komponenten, das ist vSAN und NSX für Software Defined Storage und Software Defined Network. Ich glaube, jeder, der schon mal VMware gesehen hat, weiß, dass das technisch sehr gute Lösung ist, da kann man nichts dagegen sagen, das funktioniert einfach. Warum denke ich trotzdem, dass es Sinn macht, von der VMware wegzugehen? Das sind aus meiner Sicht eigentlich zwei Punkte. Das erste einmal, es ist Closed Source und ich möchte meistens eine offene Virtualisierungsumgebung haben, wo meine wichtigen Workloads drauf laufen. Und das Zweite ist, es ist sehr teuer, also VMware lässt sich die Marktführerschaft und die Technologie sehr, sehr gut bezahlen und da gibt es natürlich auch entsprechende Alternativen in Form von OWIRT zum Beispiel. Wie schaut es aus? Das ist jetzt ein Screenshot vom vSphere Client für die Server-Edition, kennen die meisten von VMware schon. So. Schauen wir mal, was OWIRT ist und warum ich der Meinung bin, dass man damit durchaus auch die Features einer VMware abdecken kann. OWIRT ist eine
skalierende, zentralisierte Managementlösung für die Server und für die Desktop-Virtualisierung. Es basiert auf, sagen wir mal, führender Performance für die virtuellen Maschinen. Führende Performance erzielt man dadurch, dass man auf KVM setzt. Je nachdem, welchen Benchmark man sich jetzt anschaut, ist jetzt entweder die VMware marginal vorne oder KVM marginal vorne, kommt auch immer darauf an, welches Release vergleichbar immer miteinander. Es ist auf jeden Fall performancemäßig mit der VMware vergleichbar, bei manchen Workloads auch davor. Alle anderen Virtualisierungslösungen wie zum Beispiel Citrix und Xen und Hyper-V sind performancemäßig dahinter anzusiedeln. Ich habe auch gesagt, führend bei Skalierbarkeit, das heißt, ich kann ein paar tausend virtuelle Maschinen in der Umgebung betreiben, ein paar hundert Hypervisoren. Aktuelles Support-Limit pro Cluster sind 250 Hosts, dann brauche ich einen zweiten Cluster, kann natürlich mehrere Cluster machen. Also das Ganze kann schon recht groß werden, die Umgebung. Auch für bei Sicherheit, das heißt, jede virtuelle Maschine ist durch SE Linux von der anderen abgeschottet, also eigener SE Linux Container. Positionierung ist jetzt nicht im Bereich Ablöse von VirtualBox, also irgendwas für den Desktop, sondern ganz klar Datacenter-Bereich, Alternative zu vCenter und vSphere. Ein Fokus von Ovid ist noch die Einfachheit der Bereitstellung und vom Deployment. Warum hat jetzt Ovid gesagt, okay, wir machen es einfacher, dass wir KVM einfacher verwalten? Eigentlich ist KVM ja total simpel. Es ist schlicht und ergreifend nur ein Binary mit ein paar Optionen und ein VM läuft. So circa. Manche Leute finden das ein bisschen schwer lesbar und schwer wartbar. Darum gibt es von Ovid genau besser. Das ist das Web-Interface, was dafür sorgt, dass meine virtuellen Maschinen mit den entsprechend richtigen Parametern auch laufen. Wenn man sich das anschaut, ist es auch sehr ähnlich aufgebaut wie die VMware. Also wir haben Datacenter, Cluster, Hosts, Netzwerk, Storage, virtuelle Maschinen. So wie man es halt von einer größeren Virtualisierungslösung in einem Datacenter ist, auch kennt. So, von wo kommt denn das Projekt Ovid? Einige kennen es ja noch nicht oder viele kennen es noch nicht, sagen wir mal so. Es gibt da eine Firma, die mit Open Source relativ gutes Geld verdient. Also man kann damit auch wirklich Geld verdienen. Die Firma heißt Red Hat. Die haben ein eigenes Produkt namens Red Hat Enterprise Virtualization. Da sind natürlich alle Komponenten, wie es für Red Hat typisch ist, Open Source. Ich bezahle halt, damit ich die Binaries erhalte, also die vorkompilierten RPMs, sogenannte Subscriptions. Damit kriege ich die Updates, kriege die Binaries, kriege Support von Red Hat. So, der Entwicklungsprozess bei Red Hat sieht immer so aus, dass für jedes Red Hat-Produkt es ein Community-Projekt gibt. Das ist in dem Fall Ovid. Das heißt, Ovid ist von den Features her gleich wie Red Hat Enterprise Virtualization, beziehungsweise hat sogar neuere Features. Es ist nicht in irgendeiner Art und Weise beschränkt oder limitiert, sondern die neuesten Releases sind immer in Ovid und dann geht es durch Quality Assurance und so weiter in Red Hat Enterprise Virtualization. Das bedeutet jetzt nicht, dass Ovid quasi Alpha-Software ist und reine Test-Software, sondern schon durchaus stabil und auch viele größere Kunden haben das im Einsatz und kann man durchaus einsetzen. Ich habe halt nur keinen offiziellen Support mit SLAs und dergleichen. Dafür bezahle ich auch nichts dafür und kann es kostenlos einsetzen. So, schauen wir uns mal an, woraus das Ding so besteht. Ovid ist an sich nicht ein Projekt oder eine einzige Webseite, also quasi ein GUI für KVM, sondern besteht aus einer ganz großen Vielzahl an unterschiedlichen Tools, die man dabei halt braucht, die zum Teil im Hintergrund laufen. Sind hier mal alle aufgelistet, ich möchte nicht im Detail darauf eingehen, aber nur mal zeigen, okay, das ist nicht nur eine Webseite, sondern besteht aus einer Vielzahl an Projekten. So, wenn ich jetzt mit sowas starten möchte. Die einfachste Art und Weise ist eigentlich so ein One-Host-Setup, wo ich mein Management-System habe, das die Webseite, die ich vorhin gezeigt habe, bereitstellt, ein Hypervisor und meine VMs drauf.
Persönlich denke ich, dass gerade die One-Host-Setups eher ein Overkill sind. Da kann ich auch Virt Manager verwenden. Reicht auch, weil ich alle Features wie Hochverfügbarkeit sowieso nicht habe und eigentlich einen Overhead durch einen Management-Server habe. Es geht nämlich eher in die Richtung, wo ich sage, okay, eine größere Umgebung, ein oder mehrere Datacenter, ein oder mehrere Host-Cluster, meistens schon mehrere Cluster, also Zusammenfassung von Hosts mit meinen VMs drauf, mit Migration und alten Features, also Hochverfügbarkeit, Live-Migration und dergleichen. Also es ist eher die Umgebung, wo man halt Ovid entsprechend platziert oder wo Ovid sich selbst sieht. Also die VMware-Jungs denken, okay, genauso wie es eigentlich auch unter der VMware ausschaut, gleiche Aufteilung, so fast schon die gleiche Nomenklatur, kann man sagen, trotzdem ist es kein Klon davon. Was brauche ich mal für so eine Umgebung? Grundsätzlich mal einen Hypervisor. Der Hypervisor in diesem Fall heißt Ovid Node. Ovid Node ist so ein Minimal-Image, also man sagt gerade so viel CentOS, dass ich damit virtualisieren kann. Also es ist da unnötiger Ballast wie zum Beispiel RPM und YAML und dergleichen alles entfernt worden, brauche ich nicht für die Virtualisierung. Updates gehen auch anders. Läuft auf jeder Hardware, auf der auf dem Red Hat Enterprise Linux oder generell ein Linux drauf läuft. Relativ einfach zum Installieren, zum Konfigurieren und zum Upgraden. Was es mir anbietet, ist so ein textbasiertes User Interface, wo ich so eine Minimalkonfiguration mache. Ich sage aber nur, wirklich nur Minimalkonfiguration. Eigentlich trage ich da nur eine IP-Adresse ein, dass der Management-Server mal mit dem Ovid Node Image kommunizieren kann. Alles andere mache ich dann schon über den Management-Server. Gefällt mir jetzt dieses fertige Image nicht, kann ich natürlich auch ein Red Hat Enterprise Linux, ein CentOS oder ein Fedora installieren. Mir so herrichten, wie ich es gerne hätte, also zum Beispiel Monitoring Agents drauf installieren oder Agents für meinen Hardware-Vendor, je nachdem wie ich es gerne hätte, und binde das ein. Mittlerweile gibt es auch experimentellen Support von Debian, der ist noch nicht ganz abgeschlossen, weil da einige Pakete noch ins offizielle Debian-Repo reinwandern sollen. Also das Ziel ist nicht, alle Pakete über ein eigenes Ovid-Repo anzubinden, sondern die Pakete, die auch Sinn machen, direkt dem Debian-Projekt zur Verfügung zu stellen, mit Maintainern, die Pakete auch maintainen. Und darum ist der Support aktuell noch experimentell, ist noch nicht ganz final, aber kommt auch noch. So, der Management-Server eigentlich die Kernkomponente, genauso wie es auch bei der VMware ist, ist das vCenter die Kernkomponente, da ist es die Ovid-Engine, mein Management-Server. Der ist eben zuständig für die ganzen Enterprise-Features, also Hochverfügbarkeit, das heißt, stürzt mir eine virtuelle Maschine ab, weil der Hypervisor drunter weg ist, als Beispiel, wird es auf einem anderen Hypervisor neu gestartet. Live-Migration bedeutet, dass ich eine virtuelle Maschine von einem Hypervisor auf den anderen im Betrieb kopieren kann, ohne dass ich das Ding pausieren muss. Dabei wird einfach nur der RAM übertragen. Das Feature nutzt das Load Balancing. Heißt bei VMware DRS. Mit Load Balancing ist gemeint, ist ein Host ausgelastet, weil zu viele VMs drauf laufen und andere haben entsprechende Ressourcen frei, werden Maschinen automatisch migriert. Kann ich natürlich auch für einzelne Maschinen, wenn ich es nicht möchte, auch deaktivieren. PowerSaver ist eigentlich genau das Gegenteil, und zwar macht der PowerSaver das, dass er einen Host freischaltet und dann den Host ausschaltet. Use Case dafür ist meistens Desktop-Virtualisierung, wo in der Nacht nicht viel los ist. Dann zum Stromsparen schaltet man ein paar Hypervisoren aus. Praktisch verwenden ist aber relativ wenig, weil eine Server-Hardware jeden Tag runterfahren ist meistens wenig sinnvoll. Und vor allem in der Früh, wenn um 8 Uhr alle Leute kommen und sagen, jetzt steige ich in die virtuelle Maschine ein, und die Hypervisoren brauchen dann, ja, dank SystemD bootet nachher in 2 Sekunden, aber die Hardware braucht trotzdem 10 Minuten, bis sie initialisiert ist. Dauert zur Zeit und jeder kann Kaffee holen gehen. Also ein Feature, was eher weniger einsetzen. Dann haben wir Maintenance Manager, das heißt, ich setze einen Host in den Maintenance Modus, damit drauf keine virtuellen Maschinen mehr gestartet werden, beziehungsweise die VMs, die drauf sind, via Live Migration entsprechend weg migriert werden, und ich mache da meine Tasks, bei denen eben kein Traffic um sein soll, das heißt zum Beispiel Updates, Netzwerkkonfiguration oder dergleichen.
Ja, ich habe auch noch Features wie Image Management, das heißt, ich kann Templates anlegen, Scene Provisioning, Snapshots. Mache mein Storage und Network Management darüber, also eigentlich eh alles, was man von den großen Herstellern unter Anführungszeichen her kennt. Gibt es noch ein Feature namens B2B und P2B, damit ich von VMware Xen, KVM zu OWirt migrieren kann. Dazu habe ich später noch ein paar Slides. So, ich habe ganz am Anfang mal gesagt, das ist eine Lösung für die Server und für die Desktop-Virtualisierung. Das heißt, ich kann damit auch eine Desktop-Virtualisierung machen. Funktioniert so, dass ich habe fast Physical PC Experience, je nachdem, was ich als physischen PC anschaue. Die Performance ist meistens besser wie auf einem 3 Jahre alten PC, was man hat, mit einem High-End-Gaming-PC natürlich nicht vergleichbar, muss man immer schauen. Es ist gedacht für entsprechende Office-Anwendungen, das heißt, ich kann bis zu 4 Monitore nehmen, ich kann HD-Videos anschauen, ich kann Audio- und Video-bidirektional übertragen, habe Smartcard-Support und USB-Support. Was ich damit nicht machen kann, sind entsprechende 3D-Spiele. Dafür ist es nicht gedacht, sondern es ist gedacht für den Office-Betrieb, wo ich eben sage, meine Office-Infrastruktur wird virtualisiert, jeder meiner Mitarbeiter erhält nur mehr einen SYN-Client statt einem FAT-Client, erspare mir dadurch entsprechend Strom natürlich, Verwaltbarkeit einfacher. Ja, der Zugriff erfolgt dann via SPICE, das ist ein eigenes Display-Protokoll, und zwar nicht in die VM hinein, sondern direkt auf den Hypervisor. Kann das auch über einen Proxy machen. Also ich kann auch sagen, dass der SYN-Client auf den Proxy zugreift und der Proxy-Server auf den Hypervisor, damit ich eben einen Security-Layer noch zusätzlich habe und die SYN-Clients nicht auf die Hypervisoren lassen muss. Der große Vorteil durch genau diesen Zugriff in Richtung Hypervisor ist dieser, dass meine virtuellen Maschinen nicht zwingend ein Netzwerk benötigen. Das heißt, wenn ich jetzt noch, man kennt es ja als Admin in Unternehmen, vielfach habe ich noch Legacy-Systeme, zum Beispiel alte Windows XP-Maschinen, auf denen rennt ein altes ERP-System, wo die Daten nie migriert wurden oder migriert werden haben können, wo halt die Buchhaltung einmal im Monat draufschauen muss. Das Ding steht dann irgendwo, wo sie da halt hingeht, weil ich es nicht im Netzwerk haben kann. Mit der Lösung sage ich einfach VM ohne Netzwerk, damit kann auch mit Windows XP nichts mehr passieren und sie greifen mittels Desktop-Virtualisierung quasi drauf zu. So als einer der Use Cases, auch wenn ich nicht vorhabe, das einzusetzen. So, schauen wir uns mal an, wie fängt man mit so einer Umgebung an, was brauche ich dafür? Grundsätzlich, erste Anlaufstelle ist mal die Webseite over.org/download, da ist genau beschrieben, wie binde ich meine Repositories ein, was muss ich runterladen, damit ich starten kann, also so ein Quick Start Guide kann man sagen. Es gibt Repositories für Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, experimentell mittlerweile für Debian 8. Ja, es gibt noch eine Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich will mir das grundsätzlich nur mal anschauen, wie es denn aussieht, ohne dass ich es irgendwo installiere. Das ist der Live USB Stick oder kann es auch auf eine CD brennen. Dann läuft meine OWirt-Umgebung im Hauptspeicher meiner Maschine. Würde halt damit keine Performance-Tests machen, ist klar, aber ich kann mir mal anschauen, wie schaut denn das Handling überhaupt aus, wie klicke ich mich da durchs Webinterface durch, wie sieht die REST-API aus, das Command-Line-Interface, was es dafür gibt. Kann ich mir überhaupt mal anschauen, mal einen Überblick darüber verschaffen mit dem Live-USB-Stick. So, wenn ich mal weiß, was ich benötige, fange ich mal an, so eine Umgebung aufzubauen. Also Step 1 ist einmal die Basics, das heißt, ich konfiguriere mir ein Storage, kann sein Private-Channel, NFS, ISCSI, Cluster-FS oder mittlerweile über den Umweg OpenStack kann ich auch Ceph verwenden. Ich brauche natürlich auch einen Physical Layer, also ein Netzwerk, das heißt, ich konfiguriere meine Switches, richte mir Link Aggregation Groups in der Regel ein, sagt, welche WLAN-Tags ich akzeptiere auf den Ports, wo die Hypervisoren sind, also die ganz normalen Basics, die ich halt bei jeder Virtualisierungslösung mal machen muss.
ist auch hier nicht anders, also hier wird auch nicht gezaubert, sondern ich habe mal ein paar Grundlagen, die ich benötige. Nächster Schritt, ich installiere mir meine Hosts. Da habe ich wieder die Wahl, wie vorher schon gesagt, ich nehme das Ovid Node ISO, das heißt das fixfertige Mini Hypervisor Image, oder ich installiere mir einen Host auf Basis von CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Fedora oder Debian. Nächster Schritt, Ovid Engine installieren. Ovid Engine ist der Management Server. Der kann entweder bare metal laufen, das heißt, ich nehme eine kleine, sagen wir mal, Pizza-Box, auf der ich es installiere. Da gibt es zum Stand jetzt noch keinen Debian-Support, der wird später noch kommen, aber Priorität hat jetzt mal der Hypervisor in Step 1. Zweite Möglichkeit, virtualisiert am Host. Da gibt es ein Feature, das heißt Hosted Engine. Damit haben wir bei Ovid versucht, das Henne-Ei-Problem zu lösen. Quasi, wie kriege ich den Management-Server auf den Virtualisierungshost, den der Management-Server eigentlich verwalten soll. Ist so gemacht, dass es ein entsprechendes Setup-Skript am Hypervisor gibt mit den Tasks, mach jetzt das, mach das, mach das. Irgendwann ist meine VM entsprechend installiert und es switcht dann entsprechend um, dass das Management über die Hosted Engine läuft. Da habe ich wiederum die Möglichkeit, ich nehme mein Betriebssystem und installiere da darauf die Pakete. Oder ich nehme die fixfertige Appliance. Die Appliance basiert auf CentOS 7. Kann ich entsprechend, ist im OVA-Format, kann ich dann entsprechend importieren. Damit habe ich natürlich die Möglichkeit zu customizen. Entsprechend, da wird für mich mal vordefiniert. Danach habe ich natürlich schon meinen Root-Zugriff und kann alles machen, was ich will. Und dann vor allem zu Storage. Bitte. Also GlassDFS. Ja. Ist es immer noch so, dass es extern konfiguriert quasi auf den Nodes und dann nur auf das fertige GlassDFS Volume oder zugreift aus der Config außer? Für GlassDFS gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe die GlassDFS Nodes komplett getrennt und auch die Konfiguration kann auch komplett getrennt sein. Ich kann es aber auch auf den Hypervisoren direkt laufen haben. Das muss ich natürlich immer für mich selbst entscheiden, weil GlassDFS als Software-Defined Storage hat natürlich auch Anforderungen an Memory und vor allem auch an CPU und Bandbreite. Das heißt, wenn ich es virtualisiere auf dem Hypervisor, muss ich natürlich rechnen, dass ich ein bisschen CPU auch ans GlassDFS abtrennen muss. Geht also entweder extern oder direkt am Hypervisor. Und das Management von meinen GlassDFS Volumes kann ich im Management-Server machen. Also es gibt die Möglichkeit, dass ich da drinnen sage, ich möchte jetzt diese Bricks in dieses GlassDFS Volume reingeben. Mit diesen und diesen Tuning-Parametern ist in die Ovid Engine entsprechend integriert. Das Einzige ist natürlich, wenn ich Hosted Engine nehme und die auf GlassDFS haben will, muss ich initial natürlich einmal einen GlassDFS Share machen für die Hosted Engine und dann kann ich es entsprechend auch über das Webinterface von Ovid verwalten. Gut. Frage beantwortet. Ja. Gerne. So, schauen wir weiter. Nächster Schritt, nachdem wir mal zumindest einen Hypervisor installiert haben, auf dem vielleicht unsere Hosted Engine läuft, und unser Management-Server logge ich mich bei HTTPS entsprechend ein auf IP-Adresse oder Hostname und fange mit der Konfiguration an. Ab jetzt mache ich eigentlich alles nur mehr im Webbrowser. Wenn ich möchte, kann ich es auch über das Command-Line-Interface machen. Ich kann es sogar über das Python-SDK in Python schreiben, damit ich mein Datacenter konfiguriert, geht auch. Ich erstelle in der Regel ein neues Datacenter oder mehrere Datacenter und ein oder mehrere Cluster, oder ich nehme die Default. Also grundsätzlich mal ein Datacenter, einen Cluster, der heißt Default, kann auch meine eigenen nehmen. Meistens in einer größeren Umgebung habe ich dann schon mehr wie einen Cluster. Konfiguriere das mal. Nächster Schritt, ich konfiguriere mein Netzwerk. Das heißt, ich habe in der Regel mehrere Netzwerke für die virtuellen Maschinen. Hier lege ich das logische Netzwerk an, sage, die sollen mit diesem WLAN-Tag getaggt werden, was dann der Hypervisor macht. Kommen mal alle ins Management rein. Nächster Schritt, mal der erste Host wird in den Cluster reingejoint
Und wenn das der Fall ist, kann ich es deutsch konfigurieren. Deutsch konfigurieren heißt jetzt, ich binde meine File-Channel-Loons, meine Eiskasse-Loons ein, NFS-Share, Cluster-S-Share und so weiter. Dazu muss natürlich schon mal Host da sein, weil der Host muss das mal initial mounten und mal Metadaten auf das Storage raufschreiben. Ja, danach können, auch je nachdem was ich jetzt machen will, weitere Hosts hinzufügen oder ich starte gleich mit den Tasks, die ich dann im Betrieb am häufigsten mache. Ich erstelle mir virtuelle Maschinen. Optional, also fange ich mit der Migration von der VMware an, weil ich sage, boah, die Overhead-Umgebung richtig cool, läuft alles so, wie ich es haben will, habe meine entsprechenden Tests gemacht, bin mir sicher, okay, die Features, die ich auf der VMware habe, habe ich auch wirklich im Overhead drinnen, fange ich eben an mit der Migration. So, bevor ich euch zeige, wie die Migration geht, noch ein paar Screenshots, wie sehen die Tasks, die ich vorher eben angesprochen habe, aus. Einen neuen Host anlegen, schaut so aus, ich sage, der Host soll in diesen Cluster, in dieses Data Center rein, hat einen entsprechenden Namen, IP-Adresse, Root-Passwort, danach verbindet sich Overhead Engine per SSH auf den Host drauf, konfiguriert ihn entsprechend. Sobald das gemacht ist, kann ich natürlich auch den Root-Passwort-Login deaktivieren, weil es wird SSH-Key auch übertragen. Dann kann auch die ganze Authentifizierung als Root passwordless gehen, kann ich auch meinen Host noch entsprechend absichern. So, Netzwerkkonfiguration relativ. Bitte. Wie schaut das beim Overhead mit dem Provisioning aus, wenn ich da eine neue VM aufsetze? Weil, wenn man sich so Puppet anschaut, da hat man erst einmal 20 Konfigurationsscripts, bis da ein fertiges Betriebssystem dann drauf hat. Okay, das sage ich da in Kürze, wenn wir bei den VMs sind. Gut, schauen wir in Richtung Netzwerk. Ganze Konfiguration ist grafisch, also Bonding mache ich mit Drag and Drop. Ziehe zwei Interfaces aufeinander, klicke auf den komischen Bleistift da oben und sage jetzt Bonding Mode 1 zum Beispiel. Einmal auf OK geklickt und die komplette Config wird am Host entsprechend angelegt. Und meine logischen Netzwerke, die nachher die entsprechenden WLAN-Tags haben, ziehe ich bei Drag and Drop einfach rüber und das ist die ganze Netzwerkkonfiguration. Das heißt, ich brauche mir keine Gedanken machen, wie konfiguriere ich ein Bonding und welches Interface-Skript muss ich das jetzt reinschreiben, sondern ich mache alles im Web-Interface. Das gleiche gilt für Storage. Wenn ich ein Storage anlege, zum Beispiel Eiskasse, ich gebe nur eine Eiskasse-IP ein, der macht dann entsprechend Login am Target, fertig. Das gleiche für FireChannel, HPA macht einen Scan, ich sehe es im Interface, sagt genau diese Loon möchte ich haben oder diese Loons und sie werden angelegt. NFS genau das gleiche, also ich mache alles via Interface, mache das einmalig und die Engine sagt dann, schickt dann einen Request an alle Hosts, bitte mounte das und das und das, bitte konfiguriere Multipath so und so, damit auch ein Multipathing funktioniert. Also alles wird für mich gemacht, da brauche ich am Hypervisor nichts mehr machen. Ich kann natürlich noch ein bisschen eingreifen, klar, das System ist nicht closed, sondern ich kann am Hypervisor noch eine Multipath-Config zum Beispiel an meine Bedürfnisse anpassen, wenn da irgendwelche Spezialsettings vom Hardware-Vendor gefordert sind. So, virtuelle Maschinen anlegen, ich klicke einmal auf New Virtual Machine, fülle meine wichtigsten Punkte aus, die ich gern hätte, einmal OK und die VM wird angelegt. Wenn ich es jetzt ein bisschen mehr fancy haben will, wie es das du angesprochen hast, kann ich auch den Foreman nehmen, und zwar Foreman ist ein Provisioning-Tool. Ich gebe einfach die Credentials von Overhead im Foreman an, sage im Foreman neue virtuelle Maschine, Betriebssystem soll dann zum Beispiel ein Debian sein, Foreman setzt für mich auf, setzt dann im Hintergrund noch ein Puppet auf, wenn ich will, und die Maschine kommt dann mittels der Puppet-Skripte als fixfertiger Webserver hoch. Gibt es das als Short-Version auch, dass ich zum Beispiel sage, ich will jetzt kein, ich weiß nicht was, Webserver oder Working Node, sondern einfach nimm das Image und fahr mal mit dem jetzt eine fixfertige VM an. Im Foreman direkt, oder wie? Über ein Overhead. Achso, ja, genau, also ich kann nämlich zum Beispiel basierend auf einem Template zum Beispiel machen. Das gleiche kann ich nachher die Formen auch noch machen. Ich kann Formen auch sagen, bitte aufgrund vom Template, dann klont er mir es nur. Ist eigentlich die schnellste Art und Weise, ist basierend auf einem Template. Das heißt, ich habe ein vordefiniertes Image und das wird einfach geklont und daraus eine virtuelle Maschine gemacht. Wir sagen als Short Version. Also
Im Formel kann ich natürlich auch nur entsprechend viel optimieren mit den Hostgruppen, damit ich nur mehr 3 Klicks mache, bis das Ding online ist. Nur initiale Einrichtung ist dann immer ein bisschen mehr Aufwand, sage ich mal. Gut, also grundsätzlich sage ich mal vom Webinterface, was ich jetzt schnell hergezeigt habe, einige waren eher am OBERT-Stand auch und haben sich es besser anschauen können. Denke ich relativ simpel und gerade User von VMware werden sich sehr schnell vertraut finden in sowas. Gut, ich habe gesagt, man kann auch von der VMware die virtuellen Maschinen migrieren. Wie funktioniert das? In der neuesten OBERT-Version, das ist Version 3.6, haben wir eine Integration von einem Tool, das heißt Virt2V. Virt2V ist ein Tool, mit dem kann ich virtuelle Maschinen von KVM, von Xen, von VMware nach zum Beispiel OBERT, nach Plain Libvirt, nach OpenStack konvertieren. Voraussetzungen dafür sind, einer meiner Hypervisoren muss ein CentOS 7.2 oder Red Hat Enterprise Linux 7.2 sein, darf nicht das Node-Image sein, weil am Node-Image das Virt2V nicht installiert ist. Ich bräuchte im besten Fall natürlich auch Zugriff auf die VMware, sonst kann ich nichts migrieren. Netzwerkverbindung sollte nach Möglichkeit entsprechend schnell sein zwischen der VMware und zwischen OBERT, weil da muss ja ein Disk-Image übertragen werden, und zwar übers Netzwerk. Und die VM darf nicht laufen, weil wird übertragen hier ein Block-Device und in das sollte sie halt nicht reinschreiben werden, es sollten sie also keine Blöcke ändern, während ich das Ding übers Netzwerk rüber kopiere. Wenn jetzt interessiert, wie das ganz im Detail funktioniert, wie die Entwicklung genau war, welche Painpoints es gegeben hat und wie das praktisch ausschaut, gibt es ein einstündiges Deep Dive Video unter dieser URL. Die Slides lade ich uns morgen noch hoch. Ja, da ist ganz genau beschrieben, wo der Hauptentwickler von genau dem Feature gesagt hat, so funktioniert es. Im OBERT sieht das folgendermaßen aus, und zwar, ich lege zuerst einen sogenannten Provider an. Da gebe ich die ganzen Credentials an. Der Schritt ist eigentlich optional, allerdings, wenn ich jetzt heute eine Migration mache, morgen wieder, also immer über die Zeit, möchte ich nicht permanent die ganzen Credentials angeben, das vCenter angeben, ESXhost, Datacenter und Cluster und so weiter, sondern ich speichere das einmal vor. Darum gibt es da einen Provider. Nächste, ich gehe in meinen Virtual Machine Tab und sage jetzt nicht neue virtuelle Maschine, sondern einen Button daneben, der heißt Import. Wähle bei Import aus, die Quelle ist eine VMware. External Provider, den was wir vorher angelegt haben, wähle ich auch aus und damit werden genau die Felder schon alle vordefiniert. Ansonsten müsste ich die ausfüllen. Dann klicke ich einmal auf Load drauf und ich sehe alle virtuellen Maschinen. In der Praxis werden das wahrscheinlich mehr sein als wie 2, ist also jetzt bei mir nur ein Test-Setup mit einer kleinen VMware-Umgebung. Praktisch sind das relativ viele. Ich mag da vorne Hackerl, sage einmal Pfeilchen rüber und die virtuelle Maschine wird mal zum Importieren vorgemerkt. Einmal auf Next und der nächste Screen erscheint, da kann ich jetzt noch entsprechende Quotas definieren, die ich vielleicht bei mir in der OBERT-Umgebung habe. Ich sage vielleicht, welches CPU-Profile soll drauf. Wenn ich da draufklicke, kann ich nachher dann den Namen ändern. Ich kann ein paar Parameter anpassen, also zum Beispiel soll die virtuelle Festplatte SIM-provisioned sein oder pre-allocated und so weiter. Was man das Ding auch noch anzeigt, ist, wenn es die VM schon gibt mit dem Namen, kommt da ein Hackerl und vorne ein Rufzeichen. Achtung, wenn ich die importiere, würde was überschrieben werden, bitte ändere den Namen. Also es ist für mich so ein Hint, ich habe schon eine VM mit genau dem Namen. Einmal auf OK und das Image wird transferiert. So, der Old Fashioned Way bis 3.5 war so, dass man Virt2V von der Command Line aufgerufen hat. Und dafür habe ich eine Export-Domain benötigt. Das heißt, der Export-Domain war ein NFS-Share. Die virtuelle Maschine, also das VMDK, ist auf die Export-Domäne kopiert worden und von dort habe ich es importiert. Es waren eigentlich 2 Schritte nötig, dass ich es importiere und jetzt mit der direkten Integration geht es ohne den Umweg über die Export-Domain.
Was jetzt bei der Migration genau gemacht wird, ist folgendes. Das Image wird mal analysiert, es wird in die VM eingegriffen, das heißt, es werden die VMware-Guest-Tools deinstalliert, die OWG-Guest-Tools installiert und auch entsprechende VTO-Treiber installiert. Das ist gerade bei Windows entsprechend wichtig. Bei Linux brauche ich in der Regel nicht viel machen. Das funktioniert in der Regel einmal out of the box. Es gibt nur ein Problem, und zwar wird V2V kann nicht mit Debian und Ubuntu. Das heißt, wenn ich damit die Migration starte, sagt er gleich, er kennt das Betriebssystem nicht. Ist insofern lustig und traurig, weil wird V2V nämlich sowohl in Ubuntu als auch in Debian Stable drinnen ist, obwohl es für Debian nicht geht. Also die Backel gibt es auf Debian, es geht dafür nicht. Die Debian-affinen Leute vielleicht einmal irgendwo einen Bug-Request aufmachen, weil dass ich eine Debian-Maschine migriere, brauche ich nicht viel machen. VTO-Treiber sind drinnen. Die Dateisysteme mountet das sowieso anhand von der Filesystem-ID, das heißt das Block-Device, ob das DevSDA, DevVDA oder sonst was heißt, ist an Debian sowieso völlig egal. Das heißt, wird V2V sollte eigentlich problemlos funktionieren. Ich glaube, es fehlt einfach wirklich nur das Parsen, wenn Debian, dann mache ich einfach, aber es ist in V2V jetzt noch nicht drin. Sobald das auch ein Debian-Support da drinnen ist, geht es auch damit. Ja, Debian und Ubuntu kriege ich natürlich auf eine andere Art und Weise auch rüber. Das heißt, ich erstelle mir ein Export-Domain, exportiere die VM in der VMware im OVA oder OVF-Format. Das ganze Ding kann ich ganz einfach entpacken. Ich glaube, es ist ein TAR oder ZIP, ich bin mir nicht ganz sicher. Also mit ANZIP oder mit TAR kann ich es entpacken. Und kopiere mit einem Tool namens Import to OWIRT die VMDKs einfach mal auf die Export-Domain. Schaut darunter entsprechend so aus. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich brauche eigentlich bei Debian und Ubuntu nichts im Betriebssystem machen. Und die OWIRT-Guest-Tools installiere ich halt später nach und die OpenVM-Tools deinstalliere ich halt später, ist überhaupt kein Problem. Aber die Disk an sich brauche ich nur einmal da rüberschieben und das Ganze ist getan. Wäre natürlich ganz schön, wenn es in virtV2V auch noch drinnen wäre. Ja, kurz zusammengefasst, OWIRT, da denke ich mal, eine sehr, sehr gute Alternative zu VMware aus meiner Sicht. Ja, darum habe ich eine letzte Message. Mal OWIRT eine Chance geben, statt einer VMware mal versuchen, weil ich denke, die Features, die was man in der VMware hat und die was man im täglichen Betrieb benötigt, sind auch da. Also mit einem vCloud Direct darf ich es nicht vergleichen, da gibt es auch im Open Source Bereich andere Tools, aber mit allem, was vSphere kann, denke ich, sollte mal alles abgedeckt sein in OWIRT. Ja, dann sage ich danke. Wenn es noch Fragen gibt, bitte jetzt gerne. Konkurrenten, mal abgesehen von VMware, OpenNebula, ist das Konkurrent von? Ich würde jetzt im Open-Source-Bereich jetzt eher weniger von Konkurrenten sprechen, sondern ich denke, bei dem Stellenwert, was jetzt Open-Source-Virtualisierung im Gesamtmarkt hat, sage ich, sind es eigentlich eher Mitstreiter. In Österreich sicherlich Proxmox, eines von den beliebtesten Tools. OpenNebula geht meiner Meinung nach eher schon in Richtung Cloud, also eher schon in Richtung OpenStack. Ansonsten gibt es, denke ich, nicht so extrem viel, was wirklich genau in dem Bereich geht, eine Alternative zu vSphere und vCenter zu bieten. So, für die nette Frage, kriegst du ein Geschenk von uns? Danke. Ah, es kommen mehr Fragen, sehr schön. Preisding haben wir nur. Bitte. Die Dateien, die Images, ja, werden auf Dateien abgelegt, oder? Die Dateien werden auf filebasierten Storages, das heißt auf NFS und ClusterFS als Files abgelegt, genau. Auf blockbasierten wie Fibre Channel und ISCASE als Logical Volumes. Ja. Du darfst wieder verteilen. Genau. In Kolonien hinten gemacht für die Frage dazwischen. So, am letzten haben wir noch, nach hinten. Was kommt es derzeit an Lösungen? Was gibt es an Lösungen, wo man das mit einer kommerziellen Backup-Software
kombinieren will. Mhm. Bei der Frame ist es zum Beispiel so, dass ja, die eigene Backup API. Ja. Was steht denn da jetzt bei Ovid an? Oder gibt es da irgendeine kommerzielle Lösung? Genau, also es gibt ebenfalls vom Ovid eine Backup API. Die wird aktuell von Aconis unterstützt, von SAP Sesam. Von denen beiden weiß ich es ganz sicher, die unterstützen zwar offiziell nur Red Hat Enterprise Virtualization, aber die API ist die gleiche. Soweit ich weiß, arbeitet auch Symantec dran. Ich habe auch gehört, dass Veeam daran arbeitet, habe von Veeam aber noch kein fertiges Produkt gesehen. Und von anderen Herstellern weiß ich es nicht. Also ich bin mir relativ sicher, bei sowas wie Tivoli oder HP Data Protector, die müssen mal froh sein, wenn sie wissen, dass es Virtualisierung gibt. Aber ansonsten einfach mal beim Backup-Hersteller anfragen, ob er denn plant, das einzuführen oder auf die API aufzusetzen. Jo. Gut, alle anderen kriegen leider keinen Stick mehr. Jetzt sind sie aus, bitte. Mal so, ich glaube, zwei Folien zurückgehen. Ich werde. Okay. Ist das Absicht, dass du zweimal wird minus Pause V geschrieben hast, oder ist das ein Fehler? Ach, schaut wie ein Bug aus. Okay. Wenn du bei Bugs und glaube, das bei Fashion ist es zu viel, oder? Das ist Absicht. Ihr müsst ja nicht dabei nahe. Ich kann ja nicht alles komplett perfekt machen. Schön fashion schaut er drum, sonderbar aus. Ganz am Anfang hast du das schon huisig. Ich glaube, ich stehe die Slides auf GitHub, ich könnte zwar gerne am Pulli. Bitte, danke übrigens. Wenn man jetzt in einer traurigen Situation ist, dass man nur ESXi Free License hat, also alle Standalone sind, gibt es da irgendwie die Möglichkeit, da gescheit wegzugehen? Weil ich habe ja kein V-Center, wenn ja. Die Möglichkeit gab es früher immer mit Virt2B, allerdings glaube ich, dass es nämlich seit ESX5 nicht mehr geht, weil man die Infos aus dem Hypervisor nicht mehr rauskriegt. Das liegt aber eher an der VMware. Was du in dem Fall natürlich machen kannst, ist, es gibt ja auch eine Trial-Version von vCenter, was du schnell mal aufsetzen kannst, die Hosts einbinden, damit du es wegmigrieren kannst. Ist leider eine Limitierung, dass da die entsprechenden Infos fehlen und der Hypervisor nicht mehr weggeht, weil eben die VMware meint, den kostenlosen setzt eh kein Ei, hat ja jeder vCenter. Leider Gottes ist ja. Es nicht so. Eben, die Realität sieht ein bisschen anders aus, wie die Firmen es sehen. Es ist sehr bitter. Ja. Kann man funkonvertieren auf den Disk? Ja, ja, genau. Ich kann es natürlich schon auch über den Weg zum Beispiel machen, dass ich ein OVA exportiere und kann auch das OVA mit Virt2B machen, aber der schöne integrierte Weg geht leider nicht, das meine ich damit. Es gibt immer eine Möglichkeit, dass ich die Daten irgendwie da rauskriege. Für das sind wir ja Admins, dass wir die Limits versuchen zu brechen. Ja. Erweiterung zu der Frage, die Images. Ja. Wie ist da die Performance zwischen File, LVM und dem NFS? Ist NFS nicht eine Katastrophe für sowas? Wie ist die Performance? Ganz einfache Antwort. Es kommt auf den Storage-Hersteller drauf an. Die Erfahrung hat gezeigt, das was der Performance-Hersteller als beste Lösung ansieht, wo er sein Storage hingetrimmt hat, ist die beste Lösung für die Virtualisierung. Weil irgendwer sagt, mein bevorzugtes ist NFS, weil ich habe es optimiert und FireChain bietet man halt auch an, weil es die Leute wollen, nehme ich NFS. Sagt wer, am liebsten habe ich Eiskase, nehme ich Eiskase. Also da ist die Empfehlung wirklich an den Storage-Hersteller halten, was der denn so sagt oder glaubt, dass für seine Umgebung am besten ist, weil die haben ja auch entsprechende Tests gemacht. Gut, ich glaube, wir sind am Ende. Der Kollege will mich schon wieder rausschmeißen. wenn du Fragen sind, kommt es einfach runter zu mir. Bin nur ein paar Minuten da, bevor ich wegfahre, beantworte gerne die Fragen. Danke.